wie komme ich, beziehungsweise in dem Fall du, auf meine oder auf deine Texte? Es ist nicht das, es kickt mich nicht so. Mir gefällt es nicht. Ich will irgendwie was anderes schreiben. Ich brauche irgendwie noch mehr Anreize. Wie gehst du am besten davor? Du kannst auch Texte schreiben, wenn du dein Fokus, Anreize und Denkanstöße teilen schreiben. Once again, back is the incredible. The incredible. Oh, oh. Yes, yo, me friendos. Hier sind wir wieder. Lang genug Pause gemacht, aber eben langt's. Jetzt sind wir wieder da. Hallo, wie geht's euch? Mir geht es superb. A la bonheur. Ah, Entertainment machen wir heute, glaube ich, gell? Ja, Mann. Und da wollte ich auch nochmal ein dickes, fettes Danke sagen an die gute Resonanz, an die sehr, sehr gute Resonanz bezüglich des Chiggy Will's Wissen Interviews mit Entertainment. Ja, Mann. Viele haben geschrieben oder so ein paar haben drunter kommentiert von wegen, ey, Chiggy ist mir irgendwie zu aufgedreht und Chiggy unterbricht Ente die ganze Zeit. Und ich muss sagen, mir ist das auch aufgefallen. Also, als ich das Video aufgenommen habe bei Ente zu Hause, so war alles noch cool. So, ich habe schon gemerkt, okay, da ist viel Dynamik drin. So, irgendwie bin ich gerade ein bisschen auf einem anderen Level und so. Ne? Aber ich dachte mir, ey, alles cool so. Und als ich da das Video zu Hause geschnitten habe, dachte ich auch so, ey, Digga, ich unterbreche den ganz schön oft, gell? Cedric Voice mehr gemacht, ey, fällt dir auch auf, dass ich den irgendwie oft unterbreche? Ah, nee, Digga, alles cool und so, das ist ein Interview auf Augenhöhe, alles cool und so. Ich denke, oh gut, okay. Spoofy Voice mehr gemacht, ey, findest du das auch, ich unterbreche den zu oft? Nee, absolut geil, alles cool, ganz eigene Dynamik des Interviews und so, gut, okay, Alter. Ja, ein paar Leute noch gefragt, alle sagen, cool, okay, hau ich hoch. Ja, ist vielleicht ein bisschen, ja, was heißt unterbrechen so oft, ja. Es kommt ja saugut an, deswegen ich will hier gar nicht schon wieder so viel rumlabern. Freunde, es gibt noch bestimmt irgendwas zu erzählen, aber wir legen einfach los. Es gibt hier ja jetzt noch ein Vorspiel von Entertainment bezüglich Labaska. Und das zähle ich jetzt aber nicht zu der Bewertung hinzu. Ne? Ich bewerte lediglich das eigentliche Battle. Zieh mir das aber trotzdem selbstverständlich rein. Grüße gehen raus an Chris, mein Dokumentenbruder, der mit meinem Rap-Tutorial-Management geschrieben hat auf Instagram und sich darüber beschwert. Nicht beschwert, aber er hat gefragt, warum die monatlichen Preise angezeigt werden auf rap-tutorial.de, man aber nur jährlich bezahlen kann. Und Freunde, guck mal, habe ich das schon mal gesagt? Ich meine, die monatlichen Preise sind dort angegeben, um euch lediglich zu zeigen, wie günstig dieses Rap-Tutorial ist und wie viel anderen Schnickschnack sich manche Leute kaufen oder zu dem manche Leute Abos abschließen, der deutlich teurer ist. Und das ist immer schwer. Ich will da auch gar nicht so krass drauf eingehen. Aber dieses Rap-Tutorial, das ist einfach so ein Riesen-Content, von dem man womöglich ja sein ganzes Leben lang was von hat. Und ich meine, dann 14 Euro im Monat ist wirklich nicht viel. Und manche Leute sehen dann einfach nur damals zum Einsteigerpreis, jetzt ist glaube ich auch bei 189 Euro oder so, die sehen den vollen Preis und denken, oh Gott, 189 Euro, oh Gott, wie viel, Alter, übertreib doch, Jiggy und so, ne? Aber dann denke ich mir, ey, dann kauf dir einfach mal keine Kalkani-Jacke oder keine Dickies-Hose oder keine Nike-Schuh, die eh alle in einem halben Jahr abgelaufen und dreckig sind, sondern gönn dir halt mal was. Und so heftig war es nicht mit Chris, dem Dokumentenbruder, ja. Aber es ging schon so in die Richtung dieser Art Diskussion und letztendlich hat er sich dazu entschlossen, sich das Rap-Tutorial zu gönnen. Und Dicker, du kannst gerne, wenn du möchtest, musst du nicht, aber du kannst gerne mal hier in die Kommentare dein bisheriges Feedback geben, wenn du schon irgendwie angefangen hast. So, jetzt haben wir aber wieder hier 5 Minuten fast weg. Super, los geht's ja. Entertainment, let's do it. Da bin ich jetzt echt mal gespannt, Alter. Das kenne ich auf. Also ich glaube, ich kenne es nicht. Jetzt hat dich der Killer im Visier. Ich häute dich und kann mit dir meine dreistöckige Villa tapezieren. Du Bitch rappst die Part nur in der Hoffnung, dass Schniesen es sieht und du beim nächsten Promi-Dinner mitfressen darfst. Ey, aber by the way,
Fucking fresh sieht Entertainment da aus, ne? Fucking fresh sieht Entertainment da aus. Auch der Einstieg vom Flavor und so finde ich das mega geil. Das ist genau dieses Ente-Ding, was ich feiere, so. Dieses Aufbauen des Gefühls, so. Hoffnung, dass Schniesen es sieht und du beim nächsten Promi-Dinner mitretten darfst. Alle Wege, die du gehst, werden zu Trampelfarben. Double Time geklappert, deine Lunge so groß ist wie ein Elefantenmagen. Ich komm. Du bist platt gemacht wie Trampelfade. Platt gemacht wie Trampel. Sagt er platt gemacht? Double Time mitfressen darfst. Alle Wege, die du gehst, werden zu Trampelfarben. Double Time alle Wege, die du gehst, werden zu Trampelfarben. Double Time geht klar, der das Volumen eines Elefantenmagens. Auch mega geile Zeile so. Klar, da deine Lunge so groß ist wie ein Elefantenmagen. Ich komm dich pissbacke mit. Deine Lunge ist so groß wie ein Elefantenmagen. Ey, zu geil. Stichwaffen ermorden deinen Schädel. Mit der Spitze einer Spitzhacke durchbohren. Mach dich aufgerissen und hart. Du kriegst für deine Schauspielerei die goldene Himbeere und frisst sie danach. Ey, was ist einfach zu gut, Mann. Ich weiß jetzt zwar nicht, was die goldene Himbeere ist, aber das ist wahrscheinlich irgend so ein Preis, ne, den man für irgendwelche schauspielerischen Leistungen bekommt, so. Jetzt wirst du Bastard gepunkt, stick fick deine Mom und stopfe da mehr rein als Lasker beim Lunch. Du gegen hey. Deine Mom und stopfe da mehr rein als Lasker beim Lunch. Du gegen mich battlen ist Größenwahnsinn, du rappst über Gras, doch hast nur ein paar Mösenhaare in der Bröselschale. Und ich zerfetze diesen Park, denn dieser Junkie hält ja nicht mal seinen alltäglichen Fressattacken stand. Ja, geil, das erkenne ich bei mir auch immer wieder, dass ich so voll bei Entertainment ist auch echt oft, aber dass wenn ich so Tracks von mir entweder gerade dabei bin, sie zu schreiben oder so höre, neuere Tracks und dann irgendwann mal ältere wieder höre, dann höre ich voll oft gleiche Flows. Also ich meine, bei Entertainment ist jetzt hier, dass er auch mit dem gleichen Reim anfängt, so. Aber oft, dass man so diese Flow-Parallelen hat, dass ich zum Beispiel eine Zeile habe, die geht babidi-bidabidabada und dann höre ich in einem alten Track eine Zeile, die geht dubu-dubu-dubu-dubu-du. Ganz andere Zeilen, aber es ist dieses da-da-da-ba-da-ba-da, der gleiche Flow zum Beispiel. Also bei Entertainment ist ja auch, gegen mich sagt er, ich zerfetze diesen Punk. Erst macht Gio Asthmatics zu der Lesbe und jetzt ist sie ein Mann. Und hier ist genau der gleiche Flow. Fessel diesen Punk. Dieser Junkie hält ja nicht mal seinen alltäglichen Fresser. Jetzt ist sie ein Mann. Und auch wenn's nicht danach klingt, ihr könnt mir glauben, dieses Battle weckt lediglich mein Beschützerinstinkt. Ich mein, Julian, was ist mit dir los? 500 Euro und Lasker flitzt nach Merkis und dann frisst er sich tot. Ja, ich find's auf jeden Fall richtig geil. Ich finde jetzt natürlich so, dafür, dass Lasker meiner Meinung nach nie richtig fett war, was vielleicht auch daran liegt, dass ich fetter als Lasker bin. Nee, aber für mich war Lasker nie dieser Fettsack so. Also der war natürlich korpulent und mollig und so, ne, keine Frage. Aber so dieser Fettsack war er für mich nie. So MC Goyner oder Drop Dynamic war für mich ein Fettsack so, ne. Oder Pillard war früher auch ein Fettsack, Alter. Du könntest duschen, aber nix da, du smellst. Immerhin musst du zum Hörer greifen und Pizza bestellen. Dafür, ich finde die Angriffsfläche, die er wählt, natürlich gut und sie trifft auch, hat Gegnerbezug, aber man muss es nicht übertreiben, so mit der Fettleibigkeit, finde ich. Und da sind auch jetzt Zeilen, natürlich sind die mega gut, die Elefantenmagenlein und so, mega geil halt so, ne? Aber, Lasker flitzt nach Meckes und dann frisst er sich tot. Lasker flitzt nach Meckes und dann frisst er sich tot, das ist so ein bisschen... Ja. Ja, aber trotzdem natürlich mega geil, feiere ich komplett ab. Könnt ihr mir mal sagen, warum dieses Vorspiel überhaupt stattgefunden hat? Warum hat Entertainment so ein Vorspiel gemacht? Einfach so oder why? Und noch eine Frage, ganz kurz noch, ne? Du schreib mir auf Instagram, aber nur, wenn du wirklich weißt, wie es geht. Schreib mir nicht, wenn du sagst, ey, du könntest mal das und das probieren oder das und das. Und sag mir, wenn du weißt, wie es geht. Wie schließe ich meine Kamera hier, die da, ne? Wie schließe ich die über... Ich hab die Capture Card, warte. Hier diese HD Elgato, ne? Dieses Elgato-Ding, ne? Hier HDMI-Kabel, alles da, ne?
Wie schließe ich diese dreckige Kamera an meinen Mac an? Glaub mir, Alter, ich bin eh nicht so der technisch visierteste, ne? Aber ich gucke im Internet Videos an, Alter. Und bei denen ist einfach so, ja, du schließt die Kamera dann einfach über deine Elgato da an, dann öffnest du OBS und wählst in der Fensteraufnahme Elgato aus. Ah ja, reingeschissen. Ist bei mir nicht da. Es ist bei mir nicht da. Wie geht das, Alter? Weil ich will Livestream. Ich habe mich schon auf Twitch angemeldet, habe jetzt einen Account gemacht. Ich will ein bisschen mehr Livestream, Freunde. Ich habe da wirklich Bock drauf, Alter. Also wenn du weißt, wie es geht, dann schreib mir. Aber bitte schreib mir nicht, hey Chiki, du könntest mal das und das probieren und by the way, zieh dir mal meinen neuen Track rein und so. Dann nicht. Habe ich mein Mikrofon abgerissen? Nein, es ist stets an der stolz geschwellten Brust. Und jetzt fangen wir mit dem eigentlichen Battle an. Entertainment zuerst. Ja, Mann, geil. Geil, geil, geil. Cracksteine von 80. Schatz! Paranoia-Keks, Alter, hat hier gerade geklopft. Ich krieg Angst. Das ist im scheiß Beat, Alter. Ich dachte, hier klopft jemand an meine Wohnungstür, Alter. Ich werd dich Tunte verhauen. Du machst auf Double Time wie SpongeBob. Doch alles, was ihr gemeinsam habt, ist der Umfang des Bauchs. Mach dich auf hart, du Bitch, ich zerfetze dich. Hau dir Arschgesicht in die Fresse. Bitte unser Pummelchen geht doch nur, wenn man ihn mit einer Nadel sticht an die Decke. Du weißt, in die Fresse. Bitte unser Pummelchen geht doch nur, wenn man ihn mit einer Nadel sticht an die Decke. Du weißt. Unser Hummelchen geht doch nur, wenn man ihn mit einer Nadel sticht an die Decke. Also die SpongeBob-Zeile war natürlich schon gut so. Du machst auf Double Time wie SpongeBob, doch das Einzige, was ihr gleich habt, ist der Umfang des Bauchs. Aber was ist das Hummelchen? Warum geht ein Hummelchen, wenn man ihn mit der Nadel sticht an die Decke? Mach dich hart auf Bitch, der fetzt dich durch das Arschgesicht in die Fresse, denn unser Pummelchen geht doch nur, wenn man mit einer Nadel sticht an die Decke. Arschgesicht in die Fresse, Nadel sticht an die Decke, Reime natürlich wieder top. Ich vercheck hier bestimmt eine Punchline, aber sorry. Sicht in die Fresse, bitte unser Pummelchen geht doch nur, wenn man ihn mit einer Nadelstift an die Decke. Du weißt, dass schon der erste Bar meines Parts für dich tödlich ist. Und verlierst deinen Dreh eines weiteren Clips, ohne Krankamera nicht möglich ist. Du verlierst, weil eine Krankamera nicht möglich ist. Alter, Alter. Ja. Dir noch irgendwer ein Snickers oder Mars ausgibt, wenn Kamera nicht möglich ist. Wenn dir noch irgendwer ein Snickers oder Mars ausgibt, kann es gut sein, dass man dich verkloppt, auch vom Mars aussieht. Deine Schlacht. Ja, der Spitzblit Mars auf Mars, ja gut und so. Ich bin kein Astronaut, aber mein Anzug ist maßgeschneidert. Wenn dir noch jemand ein Snickers oder Mars ausgibt, kann es sein, dass man dich fette Sau auch noch vom Mars aussieht. Ja, das ist natürlich schon eine sehr krasse Übertreibung, ist ganz gut auf jeden Fall. Mars ausgibt, kann es gut sein, dass man dich verkloppt, auch vom Mars aussieht. Deine Schlachtung läuft im Abendprogramm und als Geist wirkst du wie eine 1:1 Kopie vom Marshmallow-Mann. Auch typischer Entertainment-Flow, das erklärt er ja auch in meiner Cheeky Wills Wissen-Folge, gell? Dass er die Reime so oft an Anfang von der ersten Zeile setzt und dann den Rest von der ersten Zeile und den Rest von der zweiten Zeile, bis er ans Ende der zweiten Zeile den Reim setzt, halt eine möglichst große Fläche hat, um irgendwie eine Pointe aufzubauen, um den Endreim zu erklären und so. Das zieht sich hier halt schon wieder voll durch. Und ich finde auch hier, dass er sehr, sehr sauber klingt. Ich mag Entertainment echt auf langsamere Beats, glaube ich, mehr so. Weil da irgendwie diese Gewalt seiner Stimme und dieses Feeling und so viel besser rüberkommt. Und als Geist wirkst du wie eine 1:1 Kopie vom Marshmallow-Mann. Deine Mom sagte zu mir, sie fühlt sich, seitdem sie dich war, selbst mit zwei Fäusten. Deine Mom sagte zu mir, sie fühlt sich, seitdem sie dich war, selbst mit zwei Fäusten drin, als würde sie mit einem Nagel masturbieren. Deine Mama sagt zu mir, dass sie sich seit deiner Geburt selbst mit zwei Fäusten drin fühlt, als würde sie mit Nadeln masturbieren. Das ist auf jeden Fall, das ist eine Zwei-Punkte-Zeile. So, ich finde sie zwar jetzt nicht so saftig und irgendwie ist sie so, irgendwie greift sie nicht so 100%, wie sie irgendwie greifen sollte, aber trotzdem ist es natürlich eine derartig krasse Übertreibung. Du bist so fett, Digga. Seit deiner Geburt
fühlt sich deine Mutter mit zwei Fäusten drin, als würde sie mit einer Nadel masturbieren. Ja, es ist schon saftig, halt. Oder mit einem Nagel masturbieren. Ich bin der Meister dieser Zeit, denn dieses weinerliche Schwein verliert nach zwei, drei meiner Zeit doch bereits 13 Liter Schweiß. Egal wie schnell du rappen kannst, du bleibst für jeden hier nur ein triefender Fettsack aus dem verfetteten Fatty-Fett-Fettland. Ja, das ist eine schöne Hommage an Julian, oder? Das hat doch Julian, der Fetti-Fettsack aus Fetti-Fett-Fettland. Deswegen finde ich das ganz gut. Sagt doch Julian in irgendeiner Analyse, sagt er das zu Alaska? Nee, ne? Du fettiger Fettsack aus fettiger Fettigstan oder irgendwas, sagt er doch mal. Jeder kriegt sein Fett weg. Hey, wie er es jetzt aber übertreibt mit dem Fett. Ey, so fett ist doch Alaska gar nicht, Alter. Fetti-Fett-Fettland. Jeder kriegt sein Fett weg. Mein Rap ist für euch Junkies wie eine Schore-Spritze. Jeder kriegt sein Fett weg. Im JBB bist du nur einer auf der Todesliste. Jeder kriegt sein Fett weg. Mein Rap ist für euch Junkies wie eine Schore-Spritze. Ja, AB, AB-Reimschema, Kreuzreimschema in der Hook. Auch wenn er das A klein, beides mal auf jeder kriegt sein Fett weg, zweimal den gleichen Reim benutzt. Finde ich jetzt von der Hook ist auch wieder typische Entertainment. Hook-Stil, vier Zeilen zu nehmen und sie einfach zu wiederholen, was ich sehr gut finde, was auch immer so ein bisschen das Hook-Bild mehr untermalt. Trotzdem finde ich jetzt die Hook hier jetzt irgendwie so ein bisschen so, keine Ahnung, dafür, dass da so viele Pausen sind und nur so wenig Wörter benutzt sind, hätte man irgendwie mehr mit, noch mehr mit Echos oder mit Effekten oder sonst was arbeiten können, um dieses Hook-Bild einfach ein bisschen mehr auszuschmücken. Aber sonst finde ich, ja, es ist okay. Jeder kriegt sein Fett weg. Im JBB bist du nur einer auf der Todesliste. Ich kill dich im Schlaf, denn du bist grad mal so Killer wie Cars. Jeder weiß, dass der Grund für die Location der Rückrunde von dir eine Grillparty war. Du bist ohne eine Chance. Sogar dein Bodypainter meinte, nachdem er den Lasker bemalte, er fühlte sich, als hätte er gerade allein einen Wolfgang gebombt. Du hältst dich für Charlie Sheen. Alter. Ey. Jetzt ist halt, ich weiß nicht, es sind mega gute Zeilen so, ey. Selbst dein Grafikzeichner fühlte sich, nachdem er dich gemalt hat, als hätte er einen kompletten Whole Train gebombt. Also, wenn ich das richtig verstehe, für mich klingt es so, als hätte ein Graffiti-Sprayer halt einen Whole Train, einen ganzen Train, einen ganzen Zug bemalt. Und das ist halt auf jeden Fall schon geil. Auch der Flow ist hier echt gut, so der das war da. Bisschen ungewohnt von Entertainment, aber trotzdem geil. Als hätte er gerade allein einen Wolfgang gebombt. Du hältst dich für Charlie Sheen, doch bis eine Nacht zwei kurzen auf dem Party Queen. Tisch rum, strip in the Party Queen. Gut, jetzt könnt ihr meinen, ich habe ja gerade die Lyrics gesehen, aber nee, ich habe früher das auch mal benutzt mit einem Kumpel namens Nordi. Nordi, wenn du das siehst, mein algerischer Freund. Muchos Lobos gehen raus an dich und deine Nacken. Nordi und Jay kommen in deine Hood und sie knallen mehr Bitches als Tiger Woods. Da Party Queen und sie knallen mehr Bitches als Charlie Sheen. Irgendwie so hat mir genug. Deswegen der Reim Charlie Sheen auf Party Queen ist schon, ja. Hört wie Entertainment. Eine Nacht, zwei kurzen auf dem Tisch rum, strip in the Party Queen. Hört wie Entertainment. Auf diesen Drecksass, sie gerade mit Worten schießt, der nur zum Stopfen von schwarzen Löchern taugt, so wie westafrikanische Porno-Queens. Ich seh dich schießt, der nur zum Stopfen von schwarzen Löchern taugt, so wie westafrikanische Porno-Queens. Ah, die Zeile, aber gut. Ich seh dich schon, Jelle, sterben, doch dein Verwesen hat verheerende Folgen fürs Gravitationsfeld der Erde. Hey, er übertreibt, jetzt komm, also ey, ich will nicht sagen, mich nervt, aber ich finde, jetzt reicht's mit der Fettleibigkeit so. Ich meine, ich gebe da jetzt einen Punkt, aber jetzt langsam denke ich mir, komm, okay, es ist schon ein bisschen einfallslos, jetzt nur auf die Fettleibigkeit von Laska einzugehen, finde ich so nach der Zeit. Gutem Dope und Zugriff, verheerende Folgen fürs Gravitationsfeld der Erde. Ich starte auf gutem Dope und Zugriff, guckst ein skrupelloses Schlachtfest. Du machst auf Biegen mit deiner Wampe, doch bleibst ein Hurensohn wie Ahmed. Ich könnte dich schon mit der nächsten Line kaputt schlagen. Du verbringst mit Fressen deine Lebenszeit wie Fruchtlarven. Ich zertrete deine. Ja, ich könnte kaputt sein. Du verbringst mit Fressen deine Lebenszeit wie Fruchtlarven. Ja, das ist so. Verbringst mit Fressen deine Lebenszeit wie Fruchtlarven. Ich dachte jetzt für einen kurzen Moment, er bringt den gleichen Spitzblit, den ich mal gekickt habe bei in meinem Song Dopeste. Ähm.
Seitdem ich rappe, tun die Bitches, was ich sage. Ich lass Sonja Kraus für mich laufen wie Glücksradkandidaten. Und nachdem sie wiederkommt mit zwei Doppelwoppern, bin ich mit Fressen beschäftigt, wie Photoshopper. Ich dachte, er bringt jetzt so ein Spitzblatt auf Fressen beschäftigt. Ich zerschlagen, du verbringst mit Fressen deine Lebenszeit wie Fruchtlarven. Ich zertrete deine Fruchtblase, doch alles, was hier unter die Gürtellinie geht, sind deine Brustwarzen. Ja, okay, das ist halt schon gut, aber ja, ich bin jetzt langsam ein bisschen nett genervt, weil es unterhält mich natürlich immer noch mega gut, aber das, ja, jetzt reicht. Jeder kriegt sein Fett weg. Mein Rap ist für euch Junkies wie eine Schorre-Spritze. Jeder kriegt sein Fett weg. BBB bist du der Sender für der Todesliste. Jeder kriegt sein Fett weg. Mein Rap ist für euch Junkies wie eine Schorre-Spritze. Jeder kriegt sein Fett weg. Das ist auch so krass, wenn man Entertainment immer in seinen Videos so gestikulieren sieht, gell, und dann habe ich es auch ja gemerkt, als ich mit ihm das Interview geführt habe, dass er halt wirklich sich so bewegt. Ich war so, das ist schon geil. Im JBB bist du nur einer auf der Todesliste. Du wirst fliegen, du Flittchen. Julian meint gegen Tune, du wärst die richtige Wahl, doch hat sich da im Artikel vergriffen. Ich hau... Yes! Das ist aber mal das alle... Du! Mein gegen Tune, du wärst einer auf der Todesliste. Du wirst fliegen, du Flittchen. Julian meint gegen Tune, du wärst die richtige Wahl, doch hat sich da im Artikel vergriffen. Geil. Du wirst fliegen, du Flittchen. Julian meinte im Battle gegen Tune, du wärst die richtige Wahl. Er hat sich aber im Artikel vergriffen. Und der Artikel, ich meine, ist der, die, das, ne, wisst ihr ja, ne? Julian hat sich aber im Artikel vergriffen, das heißt, die richtige Wahl ist falsch und er meint wahrscheinlich, der richtige Wahl hat, das ist so behindert, Alter, aber das ist zwei Punkte, Digga, eigentlich waren da bestimmt, ich muss sagen, ich bin jetzt so ein bisschen gedämpft von dieser Fettleibigkeit-Angriffsfläche, so, ne, aber die Zeile sticht wirklich heraus, so. Geile Scheiße, Alter. Julian meint gegen Tune, du wärst die richtige Wahl, doch hat sich da im Artikel vergriffen. Top. Ich haue den Fucker sowas von kaputt, dass er stirbt. Hebe sein Grab aus, doch brauche dafür mit einem Schaufelbagger einen Monat. Ich missbrauche dich, Bastard, auf Kucker. Lass mir aber auch ein, ich lasse mal ganz kurz den Einstieg vom dritten Part laufen. Wie gut er die Betonungen setzt und die richtige Wahl und diese Betonungen und Pausen setzt, müsst ihr wirklich mal drauf achten. Total krass. Vergriffen. Julian, Baby. Im Tune, wir tun die richtige Wahl. Bist du nur einer auf der Todesliste? Du wirst fliegen, du Flittchen. Julian meint gegen Tune, du wärst die richtige Wahl. Julian meint gegen Tune, du wärst die richtige Wahl. Das ist voll krass so. Das ist für mich Technik. Wisst ihr, wie ich meine? Wie man seine Rap- und Rhyme-Pattern auf den Takt knallt. In sein Taktgitter. All das lernt ihr im Rap-Tutorial. Ricky, alle auf rap-tutorial.de und einmal zuschlagen. Es gibt übrigens noch einen Deal gerade. Es gibt jetzt nochmal, ich weiß gar nicht, wie der heißt, Special Deal. Nochmal einen Monat, Freunde. Ja, wir kriegen euch alle und keiner will's bereuen. Todesliste. Du wirst fliegen, du Flittchen. Julian meint gegen Tune, du wärst die richtige Wahl. Doch hat sich da im Artikel vergriffen. Ich haue den Fucker sowas von kaputt, dass er stirbt. Hebe sein Grab aus, doch brauche dafür mit einem Schaufelbagger einen Monat. Ich missbrauche dich, Bastard, auf Kucker, danach kriegst du Daumen zappen beim Monat. Doch, zappen tust du in der Regel ja schon für den Blaubeersaft oder Donut. Du bringst nur lächerliche Fake-Scheiße und gehst in der Masse unter, als würdest du Fetzer gerade Stage steifen. Was willst du bitte? Du gehst in der Masse unter, als würdest... Alter, die ist wieder richtig gut. Du gehst in der Masse unter, als würdest du Stage steifen. Weil normalerweise beim Stage-Diven bleibst du ja oben auf der Masse, wirst getragen und Laska ist so fett, dass er in der Masse untergeht. Zwei Punkte, Digga. Gegen den bundesweiten Meister machen. Hiernach denkst du dir, hätte ich den Unsinn einfach sein gelassen. Koala im Hintergrund. Ich komm dich tunte mit nem Bein zu hacken und könnte im wahrsten Sinne des Wortes noch stundenlang so weitermachen. Ich komme das Tonte mit einem Beil zu hacken und könnte im wahrsten Sinne des Wortes noch stundenlang so weitermachen. Ja, das sind auch alles zwei Punkte. So, ich sehe jetzt halt wirklich mal drüber hinweg, dass ich genervt bin von der Angriffsfläche. Aber die Zeilen, die er benutzt, sind keine 0815-Zeilen. So, es ist wirklich gut, sind gut umgesetzte Zeilen, Alter. Du behinderter Vollspast wirst mir höchstens gefährlich, wenn du mal hinter mir stolperst. Ja. Alter, ey Freunde, das ist alles, ey, ich feier's halt, ne? Muss man wirklich sagen. Es sind wirklich, wenn du ein Fettsack
hast, ja, und ihn so angreifst, ist das wirklich gut und lustig, Alter. Vor allem bei Fettsäcken ist es so, also an alle, ich bin ja selber einer, ne, deswegen, also, fühlt euch da jetzt nicht angegriffen oder so, ne. Aber das wirkt immer so ein bisschen mit diesem, so ein bisschen so belustigend, und das ist einfach diese extra Portion Gewicht, die diese Zeilen mit sich bringen, dass sie immer so lustig noch sind halt. Und du bist sowas von hässlich, ich hätte eigentlich nicht mal erwähnen müssen, dass du fett bist. Jeder kriegt sein Fett weg. Mein Rap ist für euch Junkies wie eine Schurespritze. Jeder kriegt sein Fett weg. Im JBB bist du nur einer auf der Todesliste. Jeder kriegt sein Fett weg. Mein Rap ist für euch Junkies wie eine Schurespritze. Jeder kriegt sein Fett weg. Im JBB bist du nur einer auf der Todesliste. Okay. Kann man da auf Dislike drücken, Alter? Naja, wie dem auch sei, wir müssen mal ganz kurz hier wieder die Pause machen, weil das Problem haben wir auch immer noch nicht hingekriegt. Ciao. So, hat auf jeden Fall gut abgesahnt. Oh, ich kann meinen Vergleich nicht mehr hören, den ich jetzt wieder kicken will. Wie gute Konditoren. Wir machen weiter mit La Basca. Wo sind wir denn hier überhaupt? Hier sind wir. La Basca. Da bin ich jetzt mal gespannt, Alter. Das ist echt krass, dass diese ganzen Dinge an mir vorbeigelaufen sind. So, ich weiß auch nicht warum. Aber Laska wird auf jeden Fall schon eine Bombenrunde jetzt raushauen. Da bin ich mir relativ sicher. Oh, kenne ich das? Mir kommt der Beat gerade. Oder hat er den Beat schon mal benutzt? Mir kommt der. Das kommt mir gerade mega bekannt vor. Rappt er da jetzt irgendwas mit Messer und Gabel? Um dich zu töten, brauchst du nur Messer und Gabel. Wenn das so anfängt, kenne ich es irgendwie schon mal. Ey, Entertainment, Digga, übertrieben krasse Idee. Für deine missgebildete Fresse ne Maske zu nehmen. Der Mann am Heroin beim Eisprung. Denn wenn du dich demaskierst, denken sie, du trägst darunter eine Halloween-Verkleidung. Okay, erster Eindruck, den ich direkt habe, harmoniert mega gut. Laska auf diesem Beat passt perfekt, wenn ihr mich fragt so. Es ist eins, das passt richtig gut. Die Angriffsfläche zu nehmen, ich meine, du trägst nur eine Maske, weil ohne siehst du aus wie ein missgebildetes sonst was. Oder ziehst du die Maske ab, denken Leute, es wäre eine Halloween-Verkleidung. Ja, ich meine, das ist jetzt so, na klar, kann man diesen Angriff nehmen. Habe ich sogar auch gemacht gegen Entertainment, damals in meinem Battle so. Ist halt immer die Frage, wie man es schmückt und wie man es ausarbeitet, weil das einfach so, muss man einfach sagen, die naheliegendste Angriffsfläche gegen Maskenträger-Rapper ist, so zu sagen, du trägst nur eine Maske, weil du hässlich bist, und wenn du die Maske ausziehst, bist du hässlich. So, das ist so gut, aber ich finde, er macht es doch trotzdem ganz gut und mir gefällt einfach der Flow und diese ganze Zaros-Digger, Grüße gehen raus, ganze Feeling. Eisprung, denn wenn du dich demaskierst, denken sie, du trägst darunter eine Halloween-Verkleidung. MC, du warst nur das Mobbing-Opfer in den Klassen, der den die Fotzen noch mal sitzen lassen. Nicht beachten deine Spitze am Kante, fast ganz Bremerhaven. Sie nannten dich Penis-Nase-Käse-Schwarte, du warst übersät mit Warzen. Und so da- in Bremerhaven, sie nannten dich Käse-Schwarte, Penis-Nase, du warst übersät mit Narben. Ist vom Reim ganz gut so, ja. Aber jetzt ihn sozusagen, du bist das Mobbing, ja, ich weiß, also bis jetzt kommt die Angriffsfläche gegen Entertainment noch nicht so rüber, so, das ist für mich eine Angriffsfläche, die man gegen jeden Maskenrapper nehmen kann, das hat für mich jetzt keinen guten Gegnerbezug bis jetzt. Es hat Gegnerbezug, aber keinen guten. Bremerhaven, sie nannten dich Penisnase, du warst übersät mit Narben. Und so dachte sich der Mongoloid, ich werd Rapper, denn jeder hat eine zweite Chance verdient. Dein Künstlername war dann, er kann spitten, doch wurdest dann beim VBT disqualifiziert, weil hier keiner meinte, er kann spitten. Und deshalb... Okay, das ist prinzipiell echt, er kann spitten und wurde dann beim VBD disqualifiziert, weil niemand wirklich dachte, er kann spitten. Das ist dieser Spit-Split, der ist prinzipiell gut, aber hat den Entertainment mit seinem Namen, er kann spitten, nicht schon aufgedeckt? Also er nennt sich doch, er kann spitten, genau wegen dem Spit-Split, er kann spitten. So. Und dann zu sagen, ey, du nennst dich, er kann spitten, doch beim JBB dachte wirklich keiner, er kann spitten. Das ist so ein bisschen so, ich weiß nicht. Das ist wie wenn sich... Leute auf Facebook voll kaputt nennen, also voll kaputt und ich sag zu dem, ey, du nennst dich auf Facebook doch zwar voll kaputt, aber nachdem ich bei dir zu Hause war, merkte ich, du bist voll kaputt. Dann denkst du, ja, hä? Es steckt doch schon in meinem Namen drin, so. Deswegen, ja, keine Ahnung, ich find's trotzdem gut halt.
Doch wurde es dann beim VBT disqualifiziert, weil hier keiner meinte, er kann's bitten. Und deshalb dann einen Imagewechsel machte, denn daraufhin suchte sich der Schmock im Internet eine Maske. Guck mal, plötzlich war er so wie sie, rappte. Jetzt aber gut verpackt, meinte keiner wirklich, er kann's bitten. Und daraufhin hat man im Internet eine Maske, um einen Imagewechsel machen. Das ist ganz gut verpackt, so im Internet eine Maske, um einen Imagewechsel machen, ist auch ganz gut. Punch halt nicht, aber ist ganz gut. Machte denn daraufhin suchte sich der Schmock im Internet eine Maske. Guck mal, plötzlich war er so wie sie, rappte über Drogen, die jetzt Coca ziehen. Ente fühlte sich stärker als Holyfield. Sie meinten, das ist echt zu mies, hör auf, doch rein der Das ist halt, ich mein vom Rap und so, vom Track-Flavor hier, das ist auf jeden Fall ein geiler Track bis jetzt, so feier ich so. Würde ich feiern, wenn ich irgendwo mal drüber stolpern würde. Oder wenn ein Rapper so einen Track rausbringen würde. Würde ich sagen, damn, Alter, das geht gut ab, Alter, ja. Aber Punchline-technisch ist das für mich so, ich weiß nicht so. Der Schmock im Internet ne Maske, guck mal, plötzlich war er so wie sie, rappte über Drogen, die jetzt Coca ziehen, Ente fühlte sich stärker als Holyfield. Sie meinten, das ist echt zu mies, hör auf, doch ein Jahr später flog der Penner gegen D-Verse raus. Und glaub mir, alles wiederholt sich, denn Ente dachte sich, er wird Fan, wenn er Julian mal eine Qualifikation schickt. Doch dem war nicht so, denn der... Es ist halt sehr so analytisch, so keiner dachte, er kann's bitten, dann flog er im VBT raus, dann holt er sich im Internet ne Maske, um einen Imagewechsel machen, dann fliegt er gegen D-Verse raus, dann macht er alles wiederholt. Reicht noch eine Quali bei Julian. Es ist halt so, ja, Digga, du erzählst mir viel über die Thematik und du erklärst mir dieses ganze Szenario, was damals um Entertainment passiert ist, so. Aber wo ist der motherfucking Hit, man? Mir fehlt halt dieser Bone Crusher. Der Wichser liefert nie was ab, wenn er Julian mal eine Qualifikation schickt. Doch dem war nicht so, denn der Wichser liefert nie was ab. Mit seiner Quali hat er es nicht mal ins Turnier geschafft. Eigentlich ist jede Zeile von dir nichtig, denn du rappst was ein und zeigst uns, wer du nicht bist. Wer kickt, wenn er ans Mic kommt, nur Fake Shit? Entertainment. Wer will von dem Preis Geld ein Facelift? Entertainment. Sag mal, wer ist keiner down mit? Mehr als einer braucht. Wer sieht selbst und Maske, der bescheiße aus? Wer kickt, wenn er ans Mic kommt, nur Fake Shit? Entertainment. Wer will von dem Preis Geld ein Facelift? Entertainment. Sag mal, wer ist keiner down mit? Mehr als einer braucht. Wer sieht selbst und Maske, der bescheiße aus? Entertainment. Schöne Anlehnung an den Track von Be Tight, ne? Wer hat das Gras weggeraucht? Da da da. Wer da 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 da. Wer ist immer down mit? Mehr als einer braut und fällt immer auf, weil er gerade baut? Der Chicky. Das schöne Hook gefällt mir auch, ja. Ist auf jeden Fall gut. Es ist musikalisch auf jeden Fall geiler als es von Entertainment so, aber da wir hier beim JBB sind, so bis jetzt ist für mich wirklich nach 1 Minute 38 kein Hit dabei, so. Also kein richtiger kein sitzender Punch. 14, herzlichen Glückwunsch, du bist im JBB. Was ist denn das überhaupt für Charlie neben dem? Der bescheiße auch. Entertainment. 14, herzlichen Glückwunsch, du bist. Was ist denn das hier für eine Gang? Also mit so Leuten muss man wirklich tighter Homies sein, um die ins Video mit reinzunehmen, Alter. Muss man wirklich sagen. Also jetzt nichts hier gegen das Aussehen. So mögen die besten Leute sein, mit denen ich bestimmt gerne mal ein Bierchen trinken würde oder so, ne? Aber ich meine, das ist wirklich nicht videotauglich. So, sorry for that, aber was ist denn das? Charlie, geh aus dem Bild hier. Du bist unser Charlie, der Affe aus dem Zweiten. Alle drei miteinander raus aus dem Bild. Neu, Nummer neu von vorn, das ganze Ding, du. Mach dich aus der Kamera raus. Im JBB, ich dachte, ich sehe nicht mehr richtig, als das Turnier begann. Entertainment, Glückwunsch, du bist im JBB. Ich geh derbe Scheiße auf. Entertainment. 14, herzlichen Glückwunsch, du bist im JBB. Ich dachte, ich sehe nicht mehr richtig, als das Turnier begann. Ente will jetzt ohne Rückrunden das Schotter sehen. Julian, was ist los? Auf mal hast du ein Herz für Tiere, Mann. Das wird zu viel. Ja, A, B, A, Kreuzreimschema wirkt oft auch für mich so, obwohl ich schon immer mit so einem Ohr hinhöre, so auf Reime, Reimschemata und sonst was, ne. Kommt aber erstmal so komisch oft. Hier gerade kommt's auch echt komisch so. Sido benutzt es in seinen neuen Tracks auch bei, ich hab 1000 Tattoos auf der Haut. Was ein geiler Track ist, finde ich wirklich. Ich finde nur, da ist zu oft das Kreuzreimschema benutzt worden, was irgendwie so ein bisschen so, was mich halt so stört und was so ein bisschen unruhig manchmal in meinen Ohren, aber trotzdem der Track alles in allem Hit. Geil. Ja, ich bin neidisch. Ich kritisiere Sido. Ich bin geil auf Sido, sein Anus. Und hier benutzt es Lasker auch. Und ist ein bisschen komisch so. Aber zu sagen, Julian, was ist los? Auf einmal hast du ein Herz für Tiere. Finde ich ganz gut. Nur der Reim halt. Als das Turnier begann, Julian, was ist los? Auf einmal hast du ein Herz für Tiere. Mann. Dieses Mann erkläre ich ja auch in meiner Zweckreim-Lektion im Rap-Tutorial, dass dieses Mann, ich meine, ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen so und nicht allen Inhalt verraten, aber das Mann dient ja lediglich nur, um den Reim zu kicken. Dieses Mann, das ist so, kann man sich schon drüber unterhalten, ob das ein Zweckreim ist, wenn dann, das ist nur ein kleiner, aber mich stört sowas immer, das ist,
ja. Ohne Rückrunden, das Schotter sehen. Julian, was ist los? Auf mal hast du ein RCT. Tiere, Mann. Das wird zu viel, verdammt, ich check's jetzt. Tiere, Mann, das wird zu viel, verdammt. Dieses verdammt sind alles so Wörter, die du nur nutzt, um Reime zu bekommen. Und das finde ich nicht gut halt hier an der Stelle, muss ich wirklich mal sagen. Das weiß jeder Rapper und Lyriker und Songwriter und Rhymer und so, dass du irgendwann, wenn du viele Texte schreibst und da, demnach auch viele Reime schreibst, dass du irgendwann immer wieder über ähnliche Worte stolperst. Und dieses verdammt ist ein Wort, über das man so oft stolpert, weil man es immer so, du kannst halt immer so einfach so hinten dran setzen, so. Das wird zu viel, verdammt, und du hast immer diesen Reim, das, ja. Julian, was ist los? Auf mal hast du ein Herz für Tiere, Mann. Das wird zu viel, verdammt. Ich check's jetzt ein bisschen, was Männer nicht so tun, wenn sie einen wegstecken müssen. Denn das Ent, deine Fotze ist Jules erwähnt, sogar sie selbst. Deine männliche Ent heißt nun mal Erpel, du She-Man. Mach keine Ja, das ist aber eine gute Punchline. Erwähnt sogar sie selbst, deine männliche Ente heißt Erpel, du She-Man. Das ist aber eine gute Punchline. Das sind zwei Punkte, das ist eine wirklich, das ist die erste gute Punchline. Deine männliche Ente heißt so, heißt Erpel, du She-Mail. Gut. Deine männliche Ente heißt nun mal Erpel, du She-Mail. Mach keinen auf Herotiker, Bitch, wenn du wickelst nur... Herotiker, Bitch, da sind wir wieder bei dem Bitch. Mach nicht auf Herotiker, der Reim ist eigentlich Herotiker. Er hängt das Bitch dran, um die letzte Silbe von dem I zu bekommen und den Reim zu bekommen. Herotiker, Bitch, und jetzt kommt irgendwie wieder ein Reim mit Is am Ende. Das Geschäft hat, weil du ein Babysitter bist. So be- ja. Mach nicht auf Herotiker. Da dabba 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 dabba, du bist nur ein Babysitter. Hätte ich lieber so gemacht, als den in meinen Augen zweckreinen Bitch zu nehmen. Kein auf Herotiker, Bitch. Wenn du wickelst nur das Geschäft ab, weil du ein Babysitter bist. Oh, aber du wickelst nur das Geschäft ab, weil du ein Babysitter bist. Hat meiner Meinung nach überhaupt keinen Gegnerbezug, so. Oder? Aber du wickelst das Geschäft ab, ist auf jeden Fall, du wickelst das Geschäft. Dope! Dope Zeile, muss man wirklich sagen. Das Geschäft im zweideutigen Sinne von die Scheiße, ja? Die Scheiße. Und wickeln im Sinne von wickeln, ne? Kennt ihr alle bei Babys, ne? Und du wickelst nur das Geschäft ab, weil du Babysitter bist, ist gut. Du bekommst das Wort braune bei der Bitch. Wenn du wickelst nur das Geschäft ab, weil du ein Babysitter bist. Du bekommst das Wort braune bei dir eine ganz andere Bedeutung. Denn der Fetischpenner lässt sich gerne anscheißen vom Bräuten. Ich pop das Wort braune bei dir eine Braune, was hat denn das jetzt mit Braune? So bekommt das Wort Braune. Was hat denn Braune? Was hat denn das jetzt? Wie kommt das denn? So bekommt das Wort Braune bei dir eine ganz andere Bedeutung. So bekommt das Wort Braune bei dir eine ganz andere Bedeutung. Denn der Fetischpenner lässt sich gerne anscheißen von Bräuten. Eine ganz andere Bedeutung anscheißen. Aber was hat das, was hat denn Entertainment mit Braune zu tun? Warum frontet er ihn denn mit dem Wort Braune? Verstehe ich nicht. Meint er lediglich das Wort Braune oder ist Braune auch vielleicht irgendwie im umgangssprachlichen Sinne irgendeine Bezeichnung für irgendeine Entenart? So bekommt das Wort Braune. Ja, das ist ja schön, dass das für ihn eine andere Bedeutung bekommt, weil er sich gern anscheißen lässt. Aber was hat denn das Braune mit Ente zu tun? Versteht ihr, was ich meine? Das ist wie, wenn ich zu Ente sage, so bekommt das Wort Duden bei dir eine ganz andere Bedeutung. Duden, jetzt habe ich hier wieder mein Geheimnis geleakt. Fuck. Eine ganz andere Bedeutung, denn der Fetischpenner lässt sich gerne anscheißen vom Bräuten nicht. Aber auch wenn ich das Braune nicht verstehe, ja, ist es trotzdem eine gute Zeile. Und es ist auch gut in eine Reib umgesetzt, wirklich. Andere Bedeutung, denn der Fetischpenner lässt sich gerne anscheißen von Freunden. Ich paar Face und mache Paper klar. Entertainment ist der nur vier verfickte Euros macht bei Blazing Star. Schwachsinn, er ist todsicher, so sau Bros. Er schmeißt den Cent im Merkur, macht fünf Gewinn und fragt dann sein Homie, soll ich rausholen? Hey, du sau Bros. Er schmeißt den Cent im Merkur, macht fünf Gewinn und fragt dann sein Homie, soll ich rausholen? Er wirft 10 Cent in Merkur, holt 5 wieder, macht 5 Cent Gewinn und fragt dann, soll ich rausholen? Ja, ist ganz lustig so. Er hat auch, also die. Ich pick schon wieder hier instinktiv kleine Steine, weil ich dann denke, die Line ist weniger gewichtig oder der Punkt ist weniger gewichtig. Aber hat schon auch ein bisschen Gegnerbezug, weil Entertainment ja kennt man ja oder hat man schon mal gehört, dass er gerne Automaten zockt. Hey, du bist pleite und das alles verkackt. Du bist das absolute Gegenteil von Dagobert Duck. Setz deine Maske doch. Ah, aber die ist gut. Du bist pleite und hast alles verkackt. Du bist das absolute Gegenteil von Dagobert Duck. Das ist eine 2-Punkte-Zeile. Die finde ich echt gut. Die ist gut. So langsam hab ich es satt und das absolute Gegenteil von Dagobert Duck. Setz deine Maske doch ab. So langsam hab ich es satt und deshalb fick ich dich jetzt einfach mit der Wahrheit, du Spaß. Guck denn wer bald. Ja, Wahrheit, du Spaß. Das ist auch wieder. Freunde, sorry, es gibt bestimmt viele, die das nicht sehen, die sich denken, Chiki, du hast davon keine Ahnung. Es ist auch keine Frage von Ahnung, es ist einfach nur eine Frage von Ansicht und Meinung, ne? In meiner Welt ist das alles. Das ist jetzt die mehrfache Stelle, wo er Reime benutzt, die. Ne, das ist. Das machen viele Rapper und auch ich habe das ganz bestimmt mal gemacht, aber dieses, du hast keine Ahnung, du Spast,
Das ist, du spast, das ist so austauschbar mit anderen Beleidigungen, mit so vielen anderen Beleidigungen. Er pickt sich lediglich das Spast, weil es in den Reim passt. Und dieses Spast hat kein Gewicht, das hat keinen Sinn, außer den Reim zu kicken, so. Und das stört mich hier, weil es hier auch öfter auftaucht, gerade bei ihm. So langsam hab ich es satt und deshalb fick ich dich jetzt einfach mit der Weite, du Spaß. Guck, denn verbal steck ich meinen Schwanz gekonnt in Ente und fick ihn quer durch alle Kontinente. Kein Plan, Mann, was ist über... Oh, schöner Split. Schöner gekonnt in Ente und fick ihn quer durch alle Kontinente. Jo, das sind auch zwei Punkte. Das ist gut. Mir liegt auch die ganze Zeit irgendein Timetic-Witz auf der Zunge, aber ich will selber gar nicht kicken, weil ich die Leistung von Laska hier nicht schmälern möchte. Und weil man bis heute so aussagekräftiges Video von Timetic damals auch war, ne, gegen Laska und so dieses Beweisvideo und so, ne, trotzdem, dring, Achtung, Lernstunde, hört euch immer beide Seiten von der Medaille an, so. Weil oft, ich kenne das auch von mir früher, so als ich diese Erfahrung noch nicht gemacht habe, dass ich mir von einer Person was anhöre, denke, Alter, krass, das so ein Typ ist das, wow, und so, wie krass und tralala, ne? Und man kennt aber die andere Seite gar nicht. Weil natürlich ist der einen Hals auf jemanden hat, erzählt das natürlich alles ein bisschen übertriebener und macht das dann so, will ihn ficken halt so, ne? Aber trotzdem würde ich sehr gerne mal Laskas Meinung dazu gehört haben, so. Das ist ähnlich wie so krass die Story von Twizzy und Punch Arroganz und so, ne? Gegen Babassat ist und so, ne? Und da, ich will auch gar nicht sagen, dass die lügen. Um Gottes Willen will ich das nicht sagen. Ne? Versteht mich nicht falsch. Aber trotzdem, bevor ich mir wirklich ein endgültiges Urteil darüber erlaube, würde ich gerne die Sicht von Babassat hören. Und so ähnlich ist es auch hier. Deswegen will ich das hier jetzt gar nicht so krass schmälern so und einfach sagen, ey, Kontinente ist ein guter Spitzblitz. Und fick ihn quer durch alle Kontinente. Kein Plan, Mann, was es über dich noch so gab. Doch ich spitte einfach weiter, weil ich Bock drauf hab. Wer kickt, wenn er ans Mic kommt, nur Fake-Shit. Entertainment. Nimm von dem Preis Geld ein Facelift. Entertainment. Sag mal, wer ist keiner down mit mehr als einer Braut? Wer sieht selbst mit Maske derbe Scheiße aus? Wer kickt, wenn er ans Mic kommt, nur Fake-Shit. Entertainment. Mensch, deine Homies rasten ja richtig aus. Da, das ist ja richtig. Die machen ja richtig Rabatz, Alter. Richtig Party. Und das nächste Mal, wenn ihr vier Leute habt und zwei davon haben eine Sonnenbrille, dann setzt nicht die zwei mit Sonnenbrille auf eine Seite, weil das sieht komisch aus. Da müsst ihr ein bisschen mehr durchmischen. Wisst ihr, wie ich mein? Komm, holt die Jungs da raus, wir machen alles nochmal neu. Geht noch einen Tag Arbeit drauf. Von dem Preis gelten Facelift. Entertainment. Sag mal, wer ist keiner down mit mehr als einer Braut? Wer sieht selbst mit Maske derbe Scheiße aus? Entertainment. Ich bin übertrieben motiviert. Ich bin so krank und feier. Hol den Titel währenddessen. Hängst du Julian an den Eiern? Lass noch etwas laufen auf dein Ende des Turniers. Denn ich hab gehört, mit Alk lässt sich ne Ente gut flambieren. Du bist kein Enter. Mit Alk lässt sich ne Ente gut flambieren. Das auch, sagt er. Pass auf, auf dein Ende des Turniers. Denn ich hab gehört, mit Alk lässt sich ne Ente gut flambieren. Du bist. Ja, ist auch ganz gut, halt so. Ich finde wirklich vom Flow und so kommt er hier, das ist sehr safe und das ist wirklich, das harmoniert mega gut mit Beat zusammen. Seine Stimme, sein Flow und der Beat, das ist wirklich eins, gefällt mir gut. Kein Entertainer, du bist nicht unterhaltsam, wie deine Mann, denn sie schluckt für ihn unterhaltsam, doch keiner kann... Nee, Digga, aber mit sowas kriegst du mich nicht. Das ist zwar, ich meine, ich belohne zwar gern, Kreativität und so, aber das ist so ein bisschen, wisst ihr, es gibt Dinge, die sind so arg auf Spitzblitz geschrieben, wie zum Beispiel das jetzt, ne? Das ist so, ich weiß nicht, okay, eigentlich, nee, ich, bestimmt an anderen Tagen hätte ich dafür einen Punkt gegeben und ich überlege auch jetzt, ob das nicht so ein Widerspruch gegenüber mir selbst ist, wenn ich da jetzt keinen Punkt für gebe, aber im Moment aktuell in meiner akuten Gefühlslage gerade ist es für mich so zu arg auf Spitzblitz geschrieben, so, das ist so. Ja, unterhaltsam, deine Mutter schluckt so den unterhaltsam. Das ist so, catcht mich gerade nicht. Vielleicht hätte, wenn ich die Analyse morgen gemacht hätte oder gestern, vielleicht hätte ich gesagt, boah, geil, ne? Aber jetzt gerade irgendwie finde ich so... Kann die Schlampe leiden unterm Halsam. Trotzdem muss ich jeden Monat in unterhaltsam. Doch keiner kann die Schlampe leiden unterm Halsam. Trotzdem muss ich jeden Stück für ihn unterhaltsam. Doch keiner kann die Schlampe leiden unterm Halsam. Trotzdem muss ich jeden Monat mit ihm Unterleib zahlen. Guck, der stellt sich. Also ich will ja jetzt wirklich, ich meine, ich will jetzt das Timetic-Thema wieder aufgreifen. Aber das sind wirklich. Wirklich typische Timetic-Spitzblitz, Alter, ja. So halb, so. Sind das überhaupt Spitzblitz? Das sind so, ja, so dreckige Spitz halt, ne? Das ist dreckige Spitzblitz. Doch keiner kann die Schlampe unterm Hals haben. Was? Doch keiner kann die Schlampe leiden unterm Hals haben. Trotzdem muss sie jeden Monat mit dem Unterleib zahlen. Ah.
schreiben mir wieder die Frauen auf Instagram. Es gibt Phasen, ne? Es gibt Phasen, da schreiben mir überdurchschnittlich viele Frauen auf Instagram. Ne? Das ist einfach schön. Es ist schön, Fame zu haben. Ach was? Voll abheben, Freunde, war nur Spaß, Alter. Ja? Ich mit 30 Jahren immer noch vor die Canon Cam. Rap nur scheiße, aber fühlt sich wie der deutsche Eminem. Und ist dann wie ein Spastiker am gestikulieren. Plus bei Beef will dieser Asi immer telefonieren. Er will mit Sprachfehler Rapper sein. Bei Beef in dieser Spaß, die immer telefoniert, das ist auch so total, das ist doch total so, gestikulieren, doch bei Beef in dieser Spaß, die immer telefonieren, so, woher weißt du das? Hm? Vielleicht schlitzt er dir komplett mit der Machete deine komplette Halsschlagader auf und dann, ach, auf einmal! Gestikulieren, plus bei Beef in dieser Asi immer... Hey, Freunde, meine Nase juckt, Alter, übertrieben, ey! Telefonieren, er will mit Sprachfehler Rapper sein. Den er dann mit seiner wacken Quali touchiert. Der Typ hat gar kein schlechtes Mic. Das hier ist nix, nur dein Leben, my man. Und jetzt such dir doch einen Strick, Mann, und geh dich erhängen. Du fettes Hurensohn. Leben, my man, das ist wieder, ich sehe mal genau, du Spaß, du. Was sagt er davor? Liebe, verdammt. Seit wann hast du ein Herz für Tiere, Mann? Liebe, verdammt. Wahrheit, du Spaß. Leben, my man. Das sind alles so Wörter, die natürlich nicht schlecht sind, das reimt sich ja auch gut, aber es sind alles so, es sind Wörter, die missbraucht werden, um einen Reim zu kriegen. Okay, also vom Hörgenuss muss ich wirklich Laska hier den Vorzug geben, muss ich wirklich sagen, hat mir besser gefallen, so vom Hörgenuss. Und das ist wirklich gegen Entertainment schwer, weil ich Entertainment-Fan bin, so. Aber von Punchlines, ich meine, bis auf die zwei, Dagobert Duck und was war's noch? Da war noch eine ganz gute. Erpel, du bist ein She-Mail, die Zeile war auch ganz gut, aber so von Punchlines, auch wenn Entertainment diese Angriffsfläche benutzt hat, von wegen nur auf die Fettleibigkeit, von Laska zu gehen, mich das ein bisschen genervt hat, fand ich es trotzdem auf jeden Fall stärker, so, von den Punchlines. Aber mal gucken, wie das hier sich in den Punkten widerspiegelt. Laska hat von mir bekommen, seht ihr das hier? Nee, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Und Entertainment hat von mir bekommen, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 23. 23 zu 20 für Entertainment. Und hier betzt, machen wir die Kamera nochmal aus. Na Badanscha, bauen wir doch mal was Chubulien dabei zu Sabakt in seiner Abana Labüse. Wo ist er denn hier? Chubulien, Kobom, Rabban. Wir sind beim ersten Viertelfinale des Jahres Entertainment gegen Laska und ich bin sehr zufrieden. Mich hat diese Begegnung auf... Jedes Mal hört sich Julian anders an für mich. Jedes Mal, Alter. Ich weiß nicht warum. Jedes Mal, wenn ich ihn irgendwo höre, denke ich so erstmal so, wow, okay, wie hört er sich an? Jeden Fall unter alle des Jahres Entertainment gegen Laska und ich bin sehr zufrieden. Mich hat diese Begegnung auf jeden Fall unterhalten. Beide Runden könnten nicht unterschiedlicher sein. Das fängt schon mit den Videos an. Sie haben zwar eine sehr ähnliche Qualität, aber bei Ente ist es düster und böse und bei Laska ist es hell und freundlich. Beide haben die meiste hell und freundlich, wie Sie an diesem Beispiel hier erkennen können. Zeit keine überkrassen Locations. Wir haben Supermarktparkplätze, Garagen, Parkhäuser und einen Nachtclub. Die Drehorte geben nicht so viel her, aber beide Videos sind ziemlich gut gedreht und bearbeitet. Laskas Video ist technisch etwas besser und nicht so verwackelt, aber das von Entertainment erzeugt mit den Bewegungen der Ente, den Jumpcuts und Effekten mehr Atmosphäre. Ich denke, dass man hier von einem Unentschieden sprechen kann. Flow, auch hier riesige Unterschiede. Die Ente hat leider den Fehler gemacht und Flow-Experimente durchgeführt. Dabei rausgekommen sind Verständigungsprobleme. Wenn ich eins hasse, dann ist es, Texte nachlesen zu müssen, weil man nichts versteht. Ich muss jetzt mal kurz überlegen, bevor ich hier was sage. Habe ich einmal bei Ente in die Lyrics geguckt? Ich kann verstehen, dass man bei Ente manchmal diese Verständigungsprobleme hat. Muss man mal überlegen, so, gell? Fand ich jetzt aber der Runde eigentlich überhaupt nicht, ehrlich gesagt. Bei der Runde gegen Vocal hat er richtig schön deutlich gerappt und durch diese übertrieben deutlichen Betonungen kam sogar Style und Hörgenuss zustande. Das gibt es hier auch immer noch an manchen Stellen, aber leider gibt es auch oft, was faselt er da gerade, Momente. Die Ente ist nicht der musikalischste Rapper, aber das ist nicht so schlimm, weil es durch die Betonungen angenehm kompensiert wurde. Zumindest in der Quali und im Achtelfinale. Dass er den Flowpunkt gegen Laska nicht holen kann, war von vornherein klar und er hilft ihm
sein Hackmack hier auch überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, es schadet seiner Runde noch zusätzlich außerhalb von der Kategorie Flow. Denn hätte er statt Wacken Flows den Platz für krasse Punchlines genutzt, dann wäre das besser für das Gesamtprodukt gewesen. Lasker ist flowlich extrem stark, angenehm und... Ja, ist halt die Frage vom Geschmack. Also natürlich kann man jetzt sagen, so, man kann das jetzt so deuten von wegen, Lasker war besser, weil hat mir besser gefallen. Aber wenn du den Flow natürlich in seine Einzelteile vielleicht auseinandertüftelst, wird Enter auf gar keinen Fall schlechter sein. Never ever in the whole life. Vielleicht kommt bei ihm einfach nicht so viel Hörgenuss zustande. Und das definieren dann manche als den schlechteren Flow. Aber fachlich gesehen ist es auf keinen Fall der schlechtere Flow von Entertainment. Never ever in the whole life. Aber trotzdem sehe ich das auch so. Lasker, habe ich auch selber gesagt, hat mir besser gefallen, so vom Hörgenuss. Musikalisch on point, das klingt richtig gut und geht nach vorne. Lasker hat seine Battle-Runde in guter Musik verpackt. Mach kein Ophero, dicker Bitch. Denn du wickelst nur das Geschäft ab, weil du ein Babysitter bist. Du bist ohne eine Chance. Sogar dein Bodypainter meinte, nachdem er den Lasker bemalte, er fühlte sich, als hätte er gerade allein einen Wolfwing gebracht. Hey, du bist pleite und das alles verkackt. Du bist das absolute Gegenteil von Dagobert Duck. Hört wie Entertainment. Auf diesem Dreck saß sie gerade mit Worten, schießt er nur zum Stopfen von Schwarzlöchern, taugt so wie westafrikanische Porno-Queens. Der Punkt geht ganz klar an Lasker. Technik. Lasker hat sich technisch etwas verbessert. Gut fand ich zum Beispiel Alles wiederholt sich auf Qualifikation schickt oder Drogendeals auf Holyfield. Ente ist ihm in Sachen... Dein Ernst, ich meine, das ist ein Substantivreim, dreisilbiger, das ist jetzt so, Drogendeals auf Holyfield, das ist eine dreisilbige, unreine Assonanz, auf denen sich nur zwei Silben reimen und die zweite Silbe Holyfield auf Drogendeals, da ist einmal das I im Sinne von Y, beim anderen ist es das E, was sich nicht reimt, das heißt, von der dreisilbigen, unreinen Assonanz reimen sich zwei Silben und das hebt Julian jetzt hier raus. Weiß ich jetzt nicht, ob man das so, ich meine, das ist ein guter, überhaupt kein Front oder so, es ist ein guter Reim, aber das jetzt rauszuheben und zu sagen, ey, das ist gut, so, naja. Machen Technik aber trotzdem noch einen riesigen Schritt voraus, zum Beispiel bei diesen Lines. Ich starte auf gutem Dope und zugeguckst ein skrupelloses Schlachtfest. Du machst auf Biggie mit deiner Wampe, doch bleibst ein Hurensohn wie Ahmed. Ich könnte dich schon mit der nächsten Line kaputt schlagen, du verbringst mit Fressen deine Lebenszeit wie Fruchtlarven, ich zertrete deine Fruchtblase. Doch alles, was hier unter die Gürtellinie geht, sind deine Brustwarzen. Schöne Vorreime hier an der Stelle auch. Lasker wird besser, aber ist hier nicht konkurrenzfähig. Ente ist technisch der Beste im Turnier. Punchlines. Ente hat überkrasse, oberflächliche Unterhaltungslines. Ich musste teilweise echt laut lachen bei dem, was er da vom Stapel gelassen hat. Aber er hat auch überwacke Lines und welche, die man gar nicht versteht, weil er teilweise zu schnell und undeutlich rappt. Insgesamt ist durch seine Double Time... Da bin ich jetzt mal gespannt, welche Zeilen er jetzt nicht gecheckt hat oder verstanden hat. Versuche und anderen Flow-Fehlentscheidungen die Punchline-Dichte leider nicht so sonderlich hoch. Die gut sind, sind richtig gut, der Rest sind Lückenfüller oder unverständlich. Nehmen wir zum Beispiel den ersten Part, der ist fast punchline-freie Zone. Zwei Lines mittendrin sind ganz gut. Wenn dir noch irgendwer ein Snickers oder Mars ausgibt, kann es gut sein, dass man dich verkloppt, auch vom Mars aussieht. Und das Ende habe ich gefeiert. Ich bin der Meister dieser Zeit, denn dieses weinerliche Schwein verliert nach zwei, drei meiner Zeit doch bereits 13 Liter Schweiß. Egal wie schnell du rappen kannst, du bleibst für jeden hier nur ein triefender Fettsack aus dem verfetteten Fetti-Fett-Fettland. Bedeutet, von den 16 Lines des ersten Parts waren insgesamt leider nur 6 zu gebrauchen. Das ist kein wirklich guter Schnitt. Im zweiten Part sieht es etwas besser aus. Okay, fand ich den Einstieg. Ich kill dich im Schlaf, denn du bist grad mal so killer wie Cars. Jeder weiß, dass der Grund für die Location der Rückrunde von dir eine Grillparty war. Mittendrin gibt's noch eine solide Punch. Es ist halt vom Flow her sau gut gewesen gerade, ne? Schlein. Du hältst dich für Charlie Sheen, doch bis eine Nacht zwei kurzen auf dem Tisch rum. Strip in the Party Queen. Dann gibt's im wahrsten Sinne. Fand ich jetzt überhaupt keine gute Punchline. Ich will auch nicht immer hier so auf möchte gern, so auf extra. Jetzt bin ich eine andere Meinung als Julian. So jetzt aber richtig, so ist es nicht so. Aber ich bin halt wirklich, mir fällt es selber oft auf, ich habe wirklich oft andere Meinungen so. Im Sinne des Wortes eine extrem fette Line und die restlichen 6 Lines waren auch ziemlich gut. Ich sehe dich schon gerne sterben, doch dein Verwesen hat verheerende Folgen fürs Gravitationsfeld der Erde. Ich starte auf gutem Dope und zugeguckst ein skrupelloses Schlachtfest. Du machst auf Biggie mit deiner Wampe, doch bleibst ein Hurensohn wie Ahmed. Ich könnte dich schon mit der nächsten Line kaputt schlagen. Du verbringst mit Fressen deine Lebenszeit wie Fruchtlarven. Ich zertrete deine Fruchtblase, doch alles, was hier unter die Gürtellinie geht, sind deine Brustwarzen. Im zweiten Part komme ich auf 12 von 16 Lines. Im Prinzip hätte man also aus den ersten beiden Parts einen Part machen können und dieser Part wäre der absolute Übershit gewesen. Ja, wäre womöglich echt nicht schlecht gewesen so.
Entertainment hat hier seine Runde mit dem ersten Part sehr geschwächt. Punchlines und Technik sind sein Ding, nicht dieses wacke Double-Time-Rumgestammel. Und von der Hook brauchen wir gar nicht erst anfangen. Im dritten Part gibt es... Hook ist echt auch nicht so geil gewesen, ja. ...die allerbesten Lines. Direkter Einstieg ist richtig killer. Du wirst fliegen, du Flittchen. Julian meint gegen Tune, du wärst die richtige Wahl, doch hat sich da im Artikel vergriffen. Ente meint, ich hätte mich im Art... Ich hoffe, ich hab die richtig... Also, ja... Ich hoffe, ich habe die Line richtig verstanden, aber selbst wenn ich sie nicht richtig verstanden habe, finde ich sie so, wie ich sie verstanden habe, mega geil. Die richtige Wahl, doch hat sich da im Artikel vergriffen. Ente meint, ich hätte mich im Artikel vergriffen, denn Lasker ist in seinen Augen anscheinend nicht die Wahl, sondern der Wahl. Ja, er hat diesen fetten Spruch richtig elegant verpackt. Aber am absolut geilsten sind die letzten vier Lines. Sie sind mein persönliches Highlight der Runde. Ich habe mich köstlich amüsiert. Du behinderter Vollspast, wirst mir höchstens gefährlich, wenn du mal hinter mir stolperst. Und du bist sowas von hässlich, ich hätte eigentlich nicht mal erwähnen müssen, dass du fett bist. Das sind krass, die Zeile verstehe ich jetzt erst richtig. Jetzt, scheiße, da müsste ich eigentlich jetzt noch einen Punkt für geben, so. Richtig ober. Weil er schießt die komplette Runde gegen ihn, dass Lasker fett ist, du bist fett, fett. Und nimmt das als Angriffsfläche Nummer 1, du bist fett, 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 fett. Und dann sagt er aber ganz am Ende... Du bist sowas von hässlich, ich hätte eigentlich mal erwähnen müssen, dass du fett bist. Das ist schon eigentlich eine saftige Zeile, Alter. Oberflächliche Dinge, also Substanz sucht man natürlich vergeblich, aber es hat mich übertrieben entertained. Er hat es mit den fetten Lines ähnlich wie Fortune gemacht, nur um 80 Klassen besser. Insgesamt hat die Ente hier geile Punchlines, nur leider wird das Ganze ein bisschen von wacker Double-Time-Scheiße und unnötigen Lines verwässert. Es können noch so übergeile Lines in einer Runde sein, wenn es gleich viel Schrott gibt, dann ist die Runde als Ganzes gesehen nicht krass, sondern halt nur einige Stellen. Lasker hat einen anderen Ansatz gewählt, er bringt zwar ebenfalls oberflächliche Punchlines, aber verwendet auch viel Zeit darauf, den Pseudo-Werdegang von Entertainment zu schildern. Ja, aber das ist doch keine Punchline, sorry for that. Im gesamten ersten Part erklärt er uns den Weg der Ente von seiner Kindheit bis zu seiner ersten Teilnahme am JBB 2013, wo er nicht in die engere Auswahl gekommen ist. Seine gesamte Runde hat nicht viele einzelne Punchlines, die man jetzt herausfiltern kann, bis auf ein paar Ausnahmen, zum Beispiel ein paar gute Spits. Dann der Ball steck ich mein Schwanz für Kontinente und fick ihn quer durch alle Kontinente. Du bist kein Entertainer. Du bist nicht unterhaltsam, wie deine Mann, denn sie schluckt wie ihn unterhaltsam. Aber ich muss wirklich sagen, das ist wirklich für mich schwer. Ich glaube, ich bin wirklich oft nicht auf dem Nullpunkt, wenn ich bewerte. Das ist wirklich bei mir manchmal das Problem, dass ich mich dann immer so mitreißen lasse. Weil im Umkehrschluss, wenn ich jetzt so, wenn die Zeile Entertainment gekickt hätte, muss ich ganz ehrlich mal zu mir selbst sein, ne? Und zu euch vor allem auch. Wenn Entertainment jetzt sagen würde, du bist kein Entertainer, du bist nicht unterhaltsam, wie deine Mom, denn sie schluckt für den Unterhaltsam. Dann würde ich wahrscheinlich denken, boah, krasse Zeile, so. Könnte schon sein, aber auch nach wie vor, das ist so, vor allem, weil es mich hier auch stört, da ist halt auch noch so ein Schlucklaut dabei, ne? Weil es heißt nicht Samen, natürlich, wenn du das E schluckst, hast du Samen, aber eigentlich heißt es Samen, das heißt, es ist zweisilbig. Und wenn es zweisilbig wäre, wäre es nicht gleich wie unterhaltsam. Dann wäre es ein anderes Wort und somit wäre der Spitzblit komplett in den Wind geschissen, so. Doch keiner kann die Schlampe leiden unterm Hals haben. Trotzdem muss ich jeden Monat mit dem Unterleib zahlen. Aber selbst die besten Punchlines von Lasker kommen in der Regel nicht an die von Entertainment ran. Was Laskers Runde aber dennoch punchen lässt, ist der Textaufbau und der Zusammenhang. Wenn man beispielsweise den ersten Part komplett durchhört, dann gibt es keine großen Highlights in Form von überkrassen Lines, aber es gibt viele gute Aussagen und Inhalt. Ente sagt auf diverse Arten, dass Lasker fett ist und Lasker verpackt seine Lines, indem er den Werdegang von Entertainment und Hintergrundinfos mit einfließt. Lässt. Ist halt wirklich auch da Geschmackssache, was gefällt dir besser, so auf was stehst du mehr, so. Prinzipiell bin ich auch voll der Real Talk Fan und ich finde, Real Talk kann immer richtig reinficken, so, aber ich finde jetzt, dass er, Lasker hat für mich nur Fakten auf den Tisch gelegt, also er hat jetzt nicht irgendwie den Werdegang von Entertainment geil in irgendwelche Punchlines verpackt und hat gesagt, ey, da und da wurde das und das mit dir gemacht und deswegen siehst du heute so und so aus, oder doch, hat er eigentlich schon gemacht, aber für mich war das eher so, ich lege einfach Fakten auf und ich erzähle dir was über Entertainment und hau nebenbei immer mal so einen kleinen
Seitenhieb rein. Und das war für mich für ein Battle-Turnier im Viertelfinale eines Rap-Turniers leider zu wenig, so in Sachen Punchlines. Ente hat einzelne Lines, die punchen, und Laska hat eine zusammenhängende Runde, die aus vielen kleineren Fronts besteht und als Gesamtes gesehen puncht. Außerdem hat er etwas, was der Ente leider fehlt, nämlich Abwechslung. Was ist jetzt besser? Schwer zu sagen. Bei Ente habe ich einzelne Lines extrem gefeiert und einige Stellen fand ich dafür richtig scheiße. Bei Laska ist alles auf einem soliden bis guten Level. Ich denke, dass es insgesamt ungefähr gleich gleichwertig ist. 2 Punkte für Punchlines gehen an beide. Ja, das ist wirklich lachhaft. Sorry, aber das ist für mich einfach lachhaft so. Das hat auch nichts mit Sympathie für Entertainment zu tun oder sonst irgendwas, ne? Das ist für mich einfach, in Sachen Punchlines sind das für mich komplett zwei andere Welten. Laska hat einen geilen Track abgeliefert und er hat geil den Werdegang beschrieben, hat das alles geil in Zeile verpackt und es ist einfach eine geile Nummer, die er da reingeballert hat. Aber in Sachen Punchlines ist das niemals in diesem ganzen Leben ein 2:2, Alter. Extrapunkt, es ist eine wirklich schwere Entscheidung. Also, man kann sich wirklich über ein Unentschieden streiten, ne? Ich will das jetzt nicht so sagen. Das eigentliche niemals, auf was ich gerade gesagt habe, bezieht sich auf, dass Laska 2 Punchline-Punkte bekommen hat für diese Runde. Niemals, es sind niemals 2 Punchline-Punkte, wenn die 2 Punkte 100% sind. Niemals hat er hier das Nonplusultra an Punchlines rausgeholt. So. Laska hat sich bis jetzt von Video zu Video immer weiter gesteigert. Er hat angefangen mit einer Double-Time-Quali ohne Technik und Punches, dann die Hinrunde gegen Fortune mit weniger Double-Time, etwas mehr Punches und ein bisschen Technik, dann die sehr gute Konterrunde und jetzt diese sehr gute Runde. Der Junge macht hier eine echt beeindruckende Entwicklung durch. Ich hatte ihn bei der Achtelfinalaufstellung als Aufwärmgegner für Fortune eingeteilt, so als kleiner Fick für zwischendurch, aber er hat überraschenderweise gewonnen. Nun, Laska finde ich auch, ich muss es echt immer wieder sagen, Laska höre ich gerne und ich finde, Laska macht auch abseits jetzt heutzutage vom JBW und ich weiß gar nicht, wann er das letzte Zeug rausgeballert hat, aber Laska kann ich mir wirklich gut geben. Laska ist wirklich einer, den kann ich mir gut geben, Alter, wirklich so. Nun hat er gegen die Ente richtig gut abgeliefert, aber hätte die Ente aus Part 1 und 2 einen Part gemacht und sich diesen schrottigen Double Time gespart, dann hätte ich mich trotzdem für die Ente entschieden, obwohl sie sehr viel unmusikalischer ist als Laska. Ente hat echt Killer-Lines, aber ist dabei einfach nicht konstant genug und Laska hat keine richtigen Überpunchlines, aber ist konstant auf einem guten Level. Deshalb finde ich letzten Endes beide Runden sehr, sehr unterschiedlich. Aber irgendwie gleich gut. Und jeder bekommt nochmal einen Extrapunkt obendrauf. Also ist meine Und User-Vote geht an Laska und Laska gewinnt, Alter. Gesamte Analyse so nutzlos wie ein zweites Arschloch. Denn jetzt entscheidet der letzte Punkt, nämlich das User-Voting, wer weiterkommt. Euch ist die Entscheidung sehr viel leichter gefallen als mir. Es ist nicht wirklich knapp gewesen. Auch beim Publikum scheint sich der Flow der Ente extrem negativ ausgewirkt zu haben. Laskas Runde hört sich einfach viel besser an. Aber da er auch gut gebattelt hat, bin ich mit eurer Entscheidung absolut einverstanden. Am liebsten würde ich von beiden noch eine Runde sehen, aber es kann halt nur einen geben. Morgen gibt es AT gegen Gary Washington. Das wird besonders. Wie oft wird das eigentlich noch angekündigt? Ach so, da mache ich es auch so. Ich ziehe mir nur die Analyse rein. Oder ich ziehe mir bei Gary versus AT ziehe ich mir nur noch mal meine Punkte rein. Ja, mit euch zusammen, von meiner Analyse, weil ich habe die Analyse schon gemacht, an die, die es nicht wissen, vor einem Jahr oder so. Und dann ziehen wir uns zusammen die Analyse von Julien rein, also wird das eine etwas kürzere Folge. Sonderschwer für mich, weil ich mich nach meiner Lieblingsente direkt schon wieder von einem meiner Favoriten trennen muss. Ich feiere nämlich beide. Tja, das Leben ist halt kein Ponyhof. Nächste Woche gibt es Viertelfinale Nummer 3. Gaseous Clay. Fett! Fight! Fight! So, meine Freunde, das war's mit dieser Folge. Ich glaube, sie ist wieder ein bisschen länger geworden. Aber das mögen wir ja alle! Hey! Schön, dass ihr dabei wart, wie Friendos. Wir sehen uns jetzt bald wieder. Ich bin am 17.8. Fahr auch ich mal in den Urlaub, meine Freunde. Da bin ich für eine Woche weg. Das heißt, da werden keine Videos kommen. Aber bestimmt die ein oder andere Instagram-Story. Und yes, yo, im Moment wieder hier auf YouTube ein bisschen, was heißt lame geworden so, aber es gibt halt einfach Phasen im Leben, da hat man mehr Zeit und mehr Lust als bei anderen Phasen. Und yes, yo, wir ziehen auf jeden Fall durch. Freunde, für die, die rappen wollen, geht auf rap-tutorial.de. Dieses Rap-Tutorial wächst und gedeiht. Wir kriegen echt nur geiles Feedback. Es sind schon so viele Leute am Start, Freunde. Ihr könnt gerne dazutreten und zutreten. Und was auch noch wichtig ist zu sagen, ne, weil es gibt da ja mehrere Pakete, ne? Also es gibt einmal
Rappen und Reiben und Flow ist ein Paket, kostet ein Fuffi. Dann gibt's Produktion und Business, ist ein Fuffi. Und dann gibt's XL, das ist ein Huni, das sind die beiden Pakete in einem, ein Huni. Und dann gibt's jetzt noch für den Specialpreis für 189 ist es, glaube ich, ich weiß es gar nicht genau, gibt es das XXL-Paket. Was da alles drin ist, Freunde, kann ich jetzt hier nicht aufzählen. Da wird das Video noch eine Stunde gehen. Ihr könnt euch gerne, wenn ihr euch dafür interessiert, auf rap-tutorial.de drüber informieren. Und was ich eigentlich sagen wollte, wenn ihr euch hier ein kleineres Paket holt, beispielsweise ihr holt euch Reimen und Flow, ne, und denkt dann, nachdem ihr das durch habt, ey, das ist so geil, ich würde jetzt gerne upgraden, könnt ihr jederzeit upgraden und lediglich die Differenz zahlen, um auf XL-Abo abzugraden oder auf XXL. So, das war's jetzt aber auch. Freunde, ich wünsche euch einen super schönen Start in die Woche. Ist heute Montag? Heute ist Montag. Das Wetter sieht schön aus. Keine Sonne heute. Ich kann keine Sonne mehr sehen. Ich brauche mal ein bisschen Kühle, Freunde. Ansonsten schwitze ich permanent hier. Wie Laska. In diesem Sinne, mi friendos, euer Jay Gigolo. Bis baldos. Et moi.